Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Testcamper hier bei Clever Campen. Wir haben heute ein ganz besonderes Gespann für euch dabei. Einmal den ID.Buzz hier in grün und einmal den Eriwa Touring hier in gelb. Ja, die Kombi sticht ein bisschen, aber es ist ein wahrer Hingucker. Und Philipp, der hat ein paar Infos für euch. Ganz genau. Beim ID.Buzz handelt es ja, wie ihr sicherlich schon wisst, um ein rein elektrisches Fahrzeug. Und er interpretiert so ein bisschen die Designsprache des legendären T1. Das Fahrzeug hier hat eine 77 Kilowattstunden Batterie mit im Unterboden und kommt damit auf 350 bis 400 Kilometer. Hängt man was ans Heck, wie zum Beispiel den Eriwa, ist es natürlich deutlich weniger und immer noch ein Problem. Anhängelast bringt er 1000 Kilo mit. Der hier als kleinstes Modell der Touring-Familie hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 900 Kilo. Also das passt gerade so. Bevor wir zu sehr in die Details gehen, das Fahrzeug startet bei etwa 65.000 Euro und der Eriwa, ihr wisst es, ist ein sehr hochpreisiges Fahrzeug. Da fängt der kleinste bei 25.000 Euro an, hat dann allerdings noch nicht dieses schicke Zweifarbdesign. Da gehen wir beim Detail noch beim Außenrundgang an und ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mal mit dem ID.Buzz an. Heute scheint die Sonne pünktlich zum Frühlingsanfang und das Fahrzeug macht doch einfach richtig gute Laune. Gerade in der Farbkombi, wo es so viele Style-Elemente vom Uran T1 aufgreift. Wir haben zum einen dieses große Logo hier mitten auf der Front und das schicke Zweifarbdesign. Unter dem Retro-Design steckt aber modernste Technik. Wir haben hier Matrix-LED-Scheinwerfer, die ein blendfreies Fernlicht ermöglichen. Heißt, vorausfahrende Fahrzeuge werden aus dem Lichtkegel ausgeschnitten. Wir haben ein durchgehendes Tagfahrlichtband, was mittlerweile ganz viele VW-Modelle haben. Und hier unten eine Kamera zum Einparken bzw. für die Blick aus der Front heraus und einen Sensor für den Abstandsregler. Stellt sich die Frage, warum stellen wir das Fahrzeug eigentlich vor? Es ist ja jetzt nicht wirklich ein klassischer Camper. Das stimmt, das ist ein sehr, sehr gutes Alltagsfahrzeug. Wir haben aber hier jetzt zum einen ein Zugfahrzeug für den Touring und wir haben eine Kuckuckbox im Kofferraum, mit der wir das Fahrzeug zu einem Basic Camper machen. Die zeigen wir euch aber, wenn wir beim Heck sind. Also weiter. Bisschen mehr Schein als Sein sind hier die Räder, die ziemlich nach Alufelge aussehen. Wenn man hier zwischendurch schaut, sieht man aber, da ist eine einfache Stahlfelge drunter. Die Reifen haben hier so ein E-Fahrzeug-Logo. Das heißt, sie werden wahrscheinlich sehr abrollwiderstandsoptimiert sein, sodass sie eben für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und eine höhere Reichweite sorgen. An der Seite sieht man hier schon, der Bereich zwischen Lenkrad und Frontscheibe ist bei dem Fahrzeug wirklich sehr außergewöhnlich. Das fällt auch von drinnen auf. Die Fensterkonstruktion hier mit diesen seitlichen Fenstern, auch eine sehr spannende Angelegenheit, sehen wir aber dann nachher von drin. Was mir sehr, sehr gut gefällt, werden jetzt natürlich wieder viele sagen, Technik kann alles nur kaputt gehen. Zwei elektrische Schiebetüren, ich habe sie hier sogar auf dem Schlüssel und kann einfach auf Knopfdruck die Tür auf- und zufahren. Das geht natürlich drin, auch von Knöpfen, von vorne, von hinten. Finde ich auf jeden Fall eine witzige Angelegenheit und ist natürlich auch ein bisschen Show dabei. Schauen wir hier weiter. Die Zierelemente greifen designmäßig auch noch mal ein bisschen was von den Urahnen auf. Denn wie wir alle wissen, T1 und so weiter hatten ja die Motoren im Heck sitzen und haben eben hier eine große Belüftungsöffnung gehabt, wodurch die Motoren damals geatmet haben. Das ist natürlich nur Zierrad. Gleich geblieben ist hier der Heckantrieb. Auch das Heck ziert ein durchgehendes Leuchtenband. Wir haben ein großes VW-Logo und hier unten befindet sich die Rückfahrkamera. Die ist ungeschützt, weshalb sie eine eigene Waschdüse hat. Jetzt schauen wir mal ins Heck, weil da versteckt sich die Campingbox. So, bevor Philipp euch jetzt die Schlaffunktion zeigt, zeige ich euch mal das Innere von der Box. Die könnt ihr hier nämlich öffnen. Und einmal hier in der Mitte könnt ihr nämlich den Kühlschrank rausziehen. Den könnt ihr hier seitlich öffnen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo der Strom herkommt, der kommt nämlich hier von der Seite mit dem Kabel, das einmal durchgeführt wird an der Box vorbei und hier vorne wieder raus, steckt ihr ein und schon funktioniert's.
Genau, hier an der Seite haben wir dann die Kochstelle mit einem Zweiflammkocher. Dann haben wir einmal hier einen Windschutz und die Kartuschen, die macht ihr hier rein. Genau, das Geschickte ist natürlich, dass ich hier unter der großen Heckklappe stehe. Selbst wenn es mal regnet, kann ich ganz gemütlich kochen. Genau. Und hier an der Seite haben wir dann noch zwei Stühle, Frischwasser und der Nachttopf. Quatsch, natürlich die Spülschüssel. Und Philipp, der zeigt euch jetzt das Schlafmodul. Zwei Schiebetüren sammeln im Alltag natürlich ordentlich Sympathie und Praxispunkte, denn man kommt hier von beiden Seiten gut rein. Wir wollen uns aber anschauen, wie das mit der Kuckuckbox und dem Schlafen funktioniert. Und dafür muss hier die Rücksitzbank einmal umgelegt werden. So, ich sehe gerade, die hier drüben ist noch nicht ganz so weit. So, jetzt sind sie beide eingerastet, bilden nachher hier die Ebene für die Campingbox. Hier sieht man schon, wie die Sophia eben angesprochen hat. Das Kabel geht hier auf der Rückseite raus und wird dann da eben zur Steckdose passend umgeleitet. Das Schöne an der Box ist, die hat ringsrum massive Griffe, mit der ich die Box rein- und rausheben kann. Und ja, ich nutze das Fahrzeug im Alltag, möchte am Wochenende campen, schmeiß mir diese Box hier mit zwei Mann rein, sichere sie hier über die Spanngurte, dass sie eben nicht umherfliegt und kann das Fahrzeug dann eben als Teilzeitcamper perfekt nutzen. Was hier auch auffällt, wir haben hier nochmal so einen schmalen Spalt zwischen Box und Rücksitze. Das kann man nochmal für verschiedenen Kram nutzen. In dem Fall haben wir es jetzt dafür genutzt, hier die Ladekabel hinzuwerfen vom ID.Buzz. Das bietet sich ja irgendwie an. Der Akkuschrauber, den sollte man als Caravaner dann auch dabei haben. Gut, aber auf zur Box. Da nimmt man sich hier das Matratzenteil. Das ist ein bisschen frickelig, weil man hier natürlich auch nicht vernünftig stehen kann. So, und dann zieht man hier kräftig an dem Modul, klappt es einmal nach vorne und schon hat man hier eine breite Liegefläche. Der Gummiriemen, der hier rausschiebt, den kann man einfach unter die einzelnen Matratzenteile verschwinden lassen. Der dient einfach dafür, wenn ich das ganze Modul zurückgeklappt habe, kann ich es nachher hiermit sichern. Kurzer Blick darunter, das ist hier mit Knöpfen festgemacht. Wir haben hier eine massive Holzplatte drunter, also wirklich unterlüftet ist es nicht. Dafür sind die Matratzen aber hier eben mit Druckknöpfen gut fixiert. Und ja, die Matratzenteile machen auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Genau, so viel zur minimalistischen Camper-Ausstattung. Kleines nettes Detail, was mir hier am ID.Buzz sehr, sehr gut gefällt. Man hat überall so kleine Gimmicks und so kleine Logos. Auch hier, wenn es ausgeklappt ist, sieht man nochmal schön die Zeichnung vom ID.Buzz. Was ich ein bisschen vermisse oder was ich wirklich cool fände jetzt bei der Kombination, gerade zum Campen, wäre natürlich ein Panoramadach. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es das aufpreispflichtig gibt, aber wenn man sich den als Camper konfiguriert, wäre ein Blick in die Sterne natürlich so ein Panoramaglasdach eine feine Sache. Gut, Minimalcamper sind wir im Grunde durch. Ich würde sagen, wir zwei schauen uns jetzt mal den Touring an. Starten wir einfach jetzt mit dem Touring-Außenrundgang und den natürlich klassischerweise vorn. Wir haben hier keine V-Deichsel, wie man hier durch das Blech denken mag. Das ist wirklich nur Verblendung. Wir haben hier eine T-Zug-Deichsel, also nur dieser mittlere Teil hier ist unterfüttert. Deswegen auch das Zeichen bitte hier nicht draufstellen. Was hier auffällt, die Deichsel ist vergleichsweise lang. Wir haben jetzt schon einen relativ spitzen Knickwinkel im Zugfahrzeug. Und man sieht schon, hätte man hier jetzt noch einen Fahrradträger, käme es noch nicht zur Kollision. Hat natürlich was mit der Deichsellänge zu tun, ist in dem Fall aber wirklich gut zum Fahren, weil man eben nicht Gefahr läuft, sich irgendwas zu ramponieren. Das Ganze wird ausgestattet mit Knott-Komponenten. Wir haben hier die Anti-Schlinger-Kupplung mit der Einhandbedienung. Also Stufe 1 löst die Anti-Schlinger-Kupplung, Stufe 2 würde das Fahrzeug an- oder abkuppeln. Man spart sich einfach den zweiten Hebel, wie jetzt bei der Alco. Was mir persönlich noch aufgefallen ist, wir haben hier so einen Notfall-Ausfallriegel, der ist sehr, sehr massiv ausgeführt. Das, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, Stützrad vergisst, das Ding einfach mal runterfällt etc., weiß ich nicht. Mir ist aufgefallen, dass er sehr, sehr weit runter steht. Ich hätte da irgendwie mal Angst, mit hängen zu bleiben, aber die Sorge kann natürlich unbegründet sein. Sonderausstattung. Thema Sonderausstattung kann man bei dem Fahrzeug natürlich nicht, kommt man nicht drum rum. Besonders, wenn man ihn in diesem schicken Zweifarblook haben will.
Die Farbe nennt sich Nugget Gold. Das gibt es im Set. Das ganze Set kostet 3.700 €, ist aber noch einiges Spannendes dabei. Unter anderem hier diese Steinschlagbleche. Und wenn man das richtig sieht, hier ist schon eine Beule drin. Also man sieht, das kann sich wirklich lohnen, damit man das dann eben nicht auf den lackierten Flächen hat. Auch ein Teil des Pakets, die Chromelemente. Und was man hier sehr, sehr gut sieht, man kommt perfekt an die Kurbelstützen. Also, wenn es mal regnet, wenn es mal matschig ist, man muss sich da nicht auf die Knie fallen lassen, um da wirklich vernünftig dran zu kommen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, den Gaskasten vorher aufzuschließen, aber das hole ich kurz nach. Da werfen wir einen Blick rein. Typisch für ein Touring ist eben nicht die klassische 11 Kilo Flasche, sondern hier ist das System ausgelegt auf zwei 5 Kilo Gasflaschen. Das ist alles sehr, sehr solide verarbeitet. Was mir gut gefällt, Reifen, Druckluft-Tabelle haben wir hier, dass man eben noch mal kurz nachschauen kann vor der Fahrt. Und das Ganze funktioniert hier mit so einem Dämpfereinheiten. Das heißt, wird auch noch beim Öffnen und Schließen unterstützt. So, machen wir wieder zu. Was natürlich auch unter die Kategorie typisch Touring fällt, sind die zweigeteilten Bugfenster. Da haben wir sonst nur eins. Apropos Besonderheiten, der ist natürlich aerodynamisch sehr, sehr durchgeformt. Deswegen noch ein Wort zur Unterkonstruktion. Das ist kein klassischer Sandwich-Aufbau, sondern wir haben hier ein Fahrzeug, das auf einem Stahlkäfig basiert. Der Käfig ist im Grunde selbsttragend. Der wird dann mit Styropor ausgefacht. Von außen werden Alubahnen draufgespannt und von innen eben eine Sperrholzverkleidung aufgebracht. Das Dach ist eine GFK-Schale, die auch in Bad Waldsee bei Eriba gefertigt wird. Und was ich tatsächlich ganz charmant finde, jetzt springen wir ganz kurz hier rüber. Nicht etwa, dass ich hier gerade schön in die Dichtung gefasst hätte, nein. Das hier sind Regenrinnen und man sieht schon diese Nasen hier. Man hat hier wirklich Regenrinnen, da kommt das Regenwasser raus, schon wieder in die Dichtung gepackt und läuft dann hier eben runter. Gut, Aufstelldach ist bei dem Fahrzeug ja auch schon fast ein Markenzeichen. Braucht man tatsächlich auch, damit man drinnen auf 1,95 Meter Stehhöhe kommt. Vorteil ist, während der Fahrt, wenn das Dach geschlossen ist, ist das Fahrzeug insgesamt nur 2,27 Meter hoch. Und gerade hinter einem Elektroauto hat man damit natürlich eine perfekte Stirnfläche, damit es dann eben nicht so sehr auf die Reichweite bzw. den Stromverbrauch geht. Rangiergriffe, typisch Eriba, sind wirklich massiv ausgeführt. Das ist hier eine richtig solide Metallkonstruktion und passt natürlich mit diesen Chrom wirklich gut, genau wie die Positionsleuchten, einfach zum Retro-Design. Der 310er ist tatsächlich der kürzeste Touring in dieser Familie und er ist genau 5,06 Meter lang, knackige 2 Meter breit und wie gesagt geschlossenes Dach 2,27 Meter hoch. Schauen wir hier an der Seite weiter. Frischwassertank, Einfüllstutzen. Da muss ich gestehen, das Volumen habe ich gerade im Kopf. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben hier den Absorberkühlschrank, wie man an den Lüftungsgittern sieht. Der hat 81 Liter, ist ein Unterbaukühlschrank, wie auch anders in so einem kompakten Fahrzeug. Und darunter sehen wir schon, dass der kleinste hier auf schicken zweifarbigen Alufelgen rollt. Die kosten in der Regel Aufpreis, sind aber in diesem 3.700 € Design Color Edition Paket sind die Alufelgen tatsächlich mit enthalten. Thema Achse, Thema Gewicht. Wir sind hier bei 795 Kilo fahrfertig. Sehr, sehr leichtes Fahrzeug. Und zulässige Gesamtmasse ab Werk sind 900 Kilo. Da gibt es natürlich noch verschiedene Auflastungsoptionen. Aber man merkt schon, gerade das Thema E-Fahrzeug, der ID.Buzz 1000 Kilo, habe ich schon erwähnt, passt gerade so. Ist eigentlich eine ganz gute Alternative. Oder zu einem großen Fahrzeug, was dann noch mehr Reichweite kostet. Außeneinspeisung vom Strom. Und das eben nicht in diesen klassisch eckigen Sachen, sondern hier hat man auf so runde Dosen gesetzt. Das finde ich eigentlich ganz schick, weil es sich eben ein bisschen besser in die Optik einpasst. Apropos Optik, Radläufe in Chrom, auch ganz schick. Wo es noch mehr Chrom gibt, das zeigt euch jetzt die Sophia am Heck. Chrom gibt es hier hinten reichlich. Wir haben einmal die Rückleuchtenverkleidung. Das sieht retro aus, ist aber modernste LED-Technik. Darunter befindet sich die Chrom-Kennzeichenhalterung, der Bumper und die massive Edelstahl-Rangierstange. Im Heck befindet sich das Bett, ein wunderschönes großes Fenster, was eine schöne Aussicht ermöglicht. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Die hinteren Kurbelstützen beim Touring sind um 90 Grad gedreht. Hat den Vorteil, man kommt hier von der Seite wunderbar dran.
brauchen wir jetzt nicht runterkurbeln, wir sind ja noch am Zugfahrzeug. Eine Stufe drüber, eine kompakte Serviceklappe, die hier in den Bettstauraum führt. Na, für so eine Transportkiste super geeignet. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass bei der Breite Campingtische, Stühle etc. hier durch die Außenklappe verladen werden können. Die muss man wahrscheinlich dann durch den Wohnraum reintragen. Wie schon gesagt, Bett im Heck. Hier ist das Fußende, das heißt, man hat nicht nur zur Seite das große Heckfenster, man hat auch am Fußende ein Fenster, um eben die Aussicht am Urlaubsort zu genießen. Durch den kompakten Aufbau hat die Vorzeltleuchte nicht mehr über die Tür gepasst, denn die Tür ist insgesamt relativ kompakt, hat aber die Besonderheit, sie ist hier a, mittig montiert und b, wir haben ein Modell mit einem Bewegungssensor, das kann ich also innen einstellen. Wenn hier draußen jemand vorbeigeht, geht die automatisch an. Eine Etage oben drüber. Heizungskamin, wir haben ja eine klassische Druma S3004 drin, die eben ihre Abgase über das Dach rauslässt. Die Schiene hier über der Chromblende, die ist dafür gedacht, dass man den Einhängetisch, den wir gleich drin nochmal sehen, auch hier draußen nutzen kann. Man nimmt ihn einfach mit raus, zwei Stühle davor und hat dann eben hier die Möglichkeit, auch vor dem Fahrzeug zu frühstücken. Dann allerdings sollte man die Trittstufe einklappen, damit hier der zweite Stuhl hinpasst. Trittstufe, auch keine Selbstverständlichkeit beim Caravan. Normalerweise gibt es ja nur eine Fußbank. Beim Touring gibt es eine manuelle Trittstufe, finde ich eine super Lösung. Und das Ganze, hier nochmal als Logo, haben wir eben schon gesehen, ist handgefertigt in Bad Waldsee. Schauen wir mal, Tür, ja, ist nicht die größte, hat aber dafür einen kleinen Mülleimer. Fenster hat man sich gespart, massiven Griff, paar Ablagefächer beispielsweise für einen Schirm. Einteilig ausgeführt, aber mit so einem interessanten Knick, um eben hier die Form des Käfigs aufzugreifen. Die Tür sieht man schon, ich bin 1,87 groß, ich muss hier ordentlich den Kopf einziehen. Wir haben es auch des Öfteren, wenn wir hier mit Fotografen etc. drin sind, dass der ein oder andere da wirklich sich Kopfschmerzen holt. Mir persönlich ist es auch schon passiert, muss ich zugeben. Jetzt aber nicht zu viel rein, schauen wir uns den Innenraum an. Die Farbe der Color Edition wird natürlich auch hier im Innenraum aufgegriffen. Da haben wir zum einen die Garderobe, hier die Ziernähte an der Sitzgruppe und die Farbe der Kissen. Das gibt es dann ganz, wie gesagt, auch in Blau, Rot etc. Dann werden die Farben natürlich auch entsprechend angepasst. Man sieht schon hier in der Bugsitzgruppe, es ist vergleichsweise eng, wenn ich mich ganz gerade hinsetze, fehlt es sogar an Kopffreiheit. Apropos Kopffreiheit. Klassiker beim Eriba Touring ist natürlich das Aufstelldach hier mit dem Zeltbalk. Das sorgt dafür, dass man hier innen auf 1,95 Meter Stehhöhe kommt. Ich kann das kurz demonstrieren. Da kann ich mit meinen 1,87 dann ganz gut stehen. Und gerade jetzt, wenn es so warm ist wie heute, hier mit den Moskitofenstern, hat man hier einfach eine schöne Durchlüftung. Habe ich so ein Dach drauf, kann ich die Oberschränke natürlich schlecht hier anschlagen. Deswegen sind die im Touring alle ja, unten angeschlagen, öffnen also so. Schön ist hier, dass sie mit Filz ausgekleidet sind. Das sorgt wahrscheinlich dafür, dass es Klappern minimiert, wobei das bei einem Caravan eigentlich egal sein kann. Trotzdem schont es natürlich auch irgendwo den Inhalt. Die Sitzgruppe selbst. Ich habe hier zwei große Fächer, die ich hier noch nutzen kann, rechts und links. Die zwei Fenster, die man von außen schon sieht. Das Ganze hier mit Duo-Plissé-Verdunklungen. Das heißt, ich kann die eben von unten nach oben ziehen, habe hier Licht, ohne dass jemand reinschauen kann. Finde ich noch mal ein wenig eleganter als die normale Rastrollo-Lösung. Die Lampe hier ist ja auch schon bekannt, Großentwicklung der Erwin Hümer Group. Akkuleuchten kann man sich eben auch mit vor den Caravan nehmen. So habe ich ein fokussiertes Licht zum Lesen, wenn ich sie hier am Sockel habe. Na, wenn ich kräftig dran ziehe, kann ich sie eben aber auch als Campingleuchte im oder vor dem Caravan benutzen. So, machen wir das Ganze wieder zu und aus. Ja, aus will es gerade nicht. Zack, wieder ein Magnetsockel. Man sieht schon, grünes Lämpchen geht an. Es lädt nach. Apropos nachladen. Hier auf der Seite der Sitzgruppe habe ich zwei USB-Ports und was mir sehr gut gefällt, auch schon einen modernen USB-C-Port. Wahrscheinlich schnellladefähig. Dahinter 2x230 Volt. Da die Kabeldurchführung hier lässt auch vermuten, dass hier der Platz, das Bugbrett eben für ein kompaktes Fernsehgerät vorgesehen ist. Kommen wir weiter zur Küche und das ist jetzt nicht so weit weg, deswegen bleibe ich hier ganz entspannt sitzen. Arbeitsfläche ist natürlich beschränkt, deswegen gibt es hier eine klappbare Erweiterung. Hier nochmal ein kleiner Haken,
fürs Spültuch. Das finde ich immer super, wenn man an solche Details denkt. Weil wenn ich hier gespült habe, kann ich das Tuch immer griffbereit daneben trocknen. Das Ganze hier kostet ein bisschen Aufpreis. Diese Abdeckung lässt sich, wenn man sie rumdreht, direkt als Schneidebrett nutzen. Finde ich eine sehr sinnvolle Geschichte. Finde ich allerdings schade, dass es da eben nochmal Aufpreis kostet. Lichtschalter sehr intuitiv hier angebracht. Wir haben hier eine LED-Leiste, die ganze Küche beleuchtet. Hier hinter nochmal so ein Fach. Haben wir bei anderen Modellen gerne die Rangierhilfen, Fernbedienung mit reingelegt. Also kann man das hier noch ganz gut nutzen. Ansonsten Steckdosen, zwei Stück, auch für die Küche, kann man natürlich auch für die Sitzgruppe nutzen. Kaffeemaschine wird so oder so schwierig für einen dauerhaften Stellplatz, aber die holt man dann eben eher raus, stellt sie hin und packt sie anschließend wieder weg. Was haben wir an Stauraum? Wir haben einmal das Besteckfach und man kommt sehr, sehr gut an die Gassperrhähne ran. Das ist sehr gut gelöst. Ja, Selbsteinzug natürlich. Pushlocks, das Ganze in diesem edlen Mattschwarz, gefällt mir gut. Hier unten noch ein bisschen Kram drin. Wenn ich es richtig sehe, kann man diese Böden sogar in der Höhe variieren, denn hier sind noch vorgesehene Löcher. Das heißt, kann es eben an mein Topfset, an meinen Bedarf ein Stück weit anpassen. Von außen haben wir schon gesagt, Absorber, Unterbau, Kühlschrank, der ist hier. 81 Liter Volumen und ich muss sagen, ja, für die Größe von Caravan nicht schlecht. Eisfach gibt es natürlich auch. Wer will schon in den Urlaub fahren ohne Eis? So, auf der anderen Seite haben wir Truma S3000 Heizung. Die sollte wirklich leichtes Spiel mit diesem kompakten Innenraum haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist hier keine integrierte Lüftung. Die ist vielleicht irgendwo anders untergebracht, denn Ausströmer hier am Bett haben wir. Das spricht dafür, dass es hier tatsächlich eine Lüftung gibt. Wenn man sich zurecht machen will, hat man hier auf der Innenseite einen Spiegel. Wie gesagt, Badezimmer gibt es ja nicht, dafür aber dann eben einen kleinen Spiegel. Der Kleiderschrank ist relativ flach. Man sieht hier aber, dass die Elektroinstallationen weit reinragen. Ich vermute, wenn ich jetzt hier meine Jacke hinhänge, verdeckt die hier die Lüftungslamellen vom Elektroblock. Das ist nicht wirklich optimal gelöst. Was dagegen gut ist, die Heizung. Die Heizung führt ihre Abgase hier durch den Schrank. Das heißt, sobald ich im Winter in einer nassen Jacke reinkomme, die hier reinhänge, wird der Schrank durch den Heizungskamin erwärmt und meine Jacke trocknet. Ich kann, wenn ich raus will, dann in eine schön aufgewärmte Jacke steigen. Witzige Idee ist auch, hier oben eine Steckdose zu positionieren. Das kann ich zum Beispiel ja fürs Bett nutzen, um da das Handy-Ladekabel einzustecken. Wenn ich das... Die Jacke passt hier gut rein. Klappe zu. Kommen wir zum Bett. Dafür einmal aus den Schuhen raus. So. Das Bett ist hier 1,88 Meter lang. Ich bin 1,87 Meter. Das heißt, das dürfte eine knappe Nummer werden. Und wie man sieht, ja, ist es. Also Kontaktschlafen wäre hier für mich angesagt. Was mir persönlich beim Touring nicht so gut gefällt, ist die Tatsache, dass man hier mitten über dem Bett eine Entlüftung hingebaut hat, die natürlich an der Stelle, wenn man das Fahrzeug verdunkeln will, ja, ein bisschen kontraproduktiv ist, weil da immer Licht durchscheint. Und was mir auch schon aufgefallen ist, als wir mal stärkeren Wind hatten, hat man hier eben ein wenig Pfeifgeräusche gehört. Thema Verdunkeln ist vielleicht doch nicht so tragend, denn das hier lässt natürlich auch alles Licht durch. Ansonsten, ja, Lichtschalter für die Eckleuchten, für die Ambientebeleuchtung habe ich hier auf der anderen Seite am Fußende. Die kann ich schön gemütlich mit dem Fuß bedienen. Und wie wir von draußen schon erahnen konnten, der Ausblick aus dem Bett ist doch fantastisch. Und das ist das, wenn man wirklich an einem schönen Ort steht. Wunderbaren Ausblick, was will man denn mehr? Gut, so viel zum Bett. Küche hatten wir eins noch nicht gezeigt, das ist der Kocher. Da haben wir hier ein Zweiflammenmodell. Und wie wir sehen, mit Zündhilfe. Das heißt, da kann man das Feuerzeug getrost in der Tasche lassen. Ja, ich würde sagen, was fehlt noch? Stauraum. Stauraum fehlt. Waren wir ja schon von außen mit der Stauraumklappe dabei. Das ist hier so eine Rastverstellung. Und von der Seite aus bekomme ich dann tatsächlich auch Tisch und Stühle unter. Es ist ja vergleichsweise viel Platz, auch wenn nicht das gesamte Bett hochschwenkt, wie man es vielleicht von anderen Caravans kennt. Gut, ich würde sagen, kleiner Caravan, wir haben alles gesehen. Wir machen draußen das Fazit.
Ja, mit dem Rundgang sind wir soweit durch. Zeit für ein Fazit. Aber vorher noch mal ganz kurz auf die Eckdaten. Zugfahrzeug ist ein reines E-Fahrzeug, dadurch relativ schwer, was jetzt für dich mit dem B-Führerschein auch schon wieder schwierig macht mit diesem Gespann, denn der hat, meine ich, sogar eine zulässige Gesamtmasse von 3 Tonnen, würden demnach nur noch 500 Kilo für den Anhänger bleiben. Der ist fahrfertig, aber durch Stallkäfig, Zubehör etc. schon bei knapp 800 Kilo. Also B-Führerschein wird schon mal nichts, aber so ein leichtes Teil dürftest du ja mit deinem Führerschein mit einem anderen Auto ziehen, was mich zu der Frage bringt, eher so einen kompakten Anhänger am PKW oder würdest du dann eher Minimalcamper mit dem Nötigsten als direkt ans Fahrzeug wählen, wenn du die Wahl hättest? Ja, also favorisiert bin ich eher beim Camper. Das ist einfach mein Ding, mag ich. Aber ich muss ehrlich zugeben, der macht mich schon ein bisschen an, vor allem in der Color Edition, obwohl ich mir da eher in Blau vorstellen könnte. Aber der Preis mit 30.000, der ist schon knackig und ist eine Überlegung wert. Ja, absolut. Blau hätte halt nicht zum Zugfahrzeug gepasst. Ganz kurz, Preise hast du jetzt gesagt. Basis fängt da ja 25 an, aber Color Edition muss man schon mal 3,7 draufrechnen, sind wir bei 28,7. Der hat sicherlich noch ein paar andere Sachen. Ganz genau wissen wir es nicht. Blenden wir euch nachher noch ein. Ja, ist eine ganz schöne Stange Geld. Mein Fazit ist, für mein Campingverhalten, ich finde ihn auch wahnsinnig charmant. Dem Charme eines Touring kann man sich wirklich nur schwer entziehen. Aber mir persönlich würde dann doch das Bad fehlen, weil ich gerne auch ein bisschen freier stehe oder dass man unterwegs nutzt. Also ich hätte immer gern eine Toilette mit an Bord. Haben sie beide nicht, deswegen sind sie für mich leider raus. Jetzt wollen wir aber wissen, wie seht ihr das? Wärt ihr eher beim Team Minimalcamper hier auf Busbasis oder wärt ihr bei diesem knuffigen zweifarbigen Touring? Jetzt mal den Preis außen vor gelassen, der ist bei beiden ziemlich heftig. Schreibt es uns in die Kommentare, wir lesen sie alle. Und wenn ihr noch ein paar schöne Impressionen zu diesem Gespann sehen wollt, schaut mal in das Geburtstagsheft von Caravaning. Das ist die Ausgabe 524, 65-jähriger Geburtstag. Da haben wir genau dieses tolle Gespann mit dem Urgespann gegenübergestellt. Also den klassischen T1, den klassischen Eriba, ist sicherlich eine sehr, sehr lesenswerte Geschichte. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke und so weiter. Ihr kennt das Prozedere. Ich würde sagen, wir machen Feierabend und sind raus. Ciao.